auch für jemanden, der traditionsübergreifend war. Also Swami Shivananda war jemand, der in seinem Ashram Hindus, Moslems, Buddhisten, Christen, Sikhs, Jains und Religionslose willkommen geheißen hat. Und alle waren zusammen und haben praktiziert. Swami Shivananda hat alle Grenzen von Kaste überwunden. Er hat in seinem Ashram Englisch gesprochen. Er hat Westler willkommen geheißen. Er hat Frauen und Männer in dem Ashram gehabt. Er hat Frauen Hatha-Yoga lehren und üben lassen. Das klingt heute so komisch, wenn man sagt, es war eine der Dinge, die Swami Shivananda revolutionär dort gemacht hatte. Er hat gesagt, auch Frauen können Hatha-Yoga üben. Allerdings muss man auch sagen, die erste Yoga-Lehrerin war die Parvati. Es gibt zwar auch Traditionen, wo die Parvati so ein bisschen halb übergangen wird, aber in anderen war Parvati, die Frau von Shiva, die erste, die Hatha-Yoga in großem Stil weitergegeben hat. Und auch dann die ersten Meisterinnen haben es weitergegeben. Das ist allerdings in der Zeit der Fremdherrschaft, der Moslems sind die Frauen in den Hintergrund gegangen, auch in Indien, und so ist das erstmal verschwunden. Swami Shivananda hat es wieder ins Bewusstsein gelegt. War nicht der Einzige, es gab noch so ein halbes Dutzend anderer Meister, die sich auf dieser Ebene, ohne sich abgesprochen zu haben, verständigt haben. Yoga ist für alle. Swami Shivananda war auch offen für die Moderne. Er war ja Arzt gewesen, hat westliche Schulmedizin studiert gehabt, hat ein Krankenhaus betrieben, in Malaysia, auch in seinem Ashram ein schulmedizinisches Krankenhaus gegründet. Er hat es verbunden mit Ayurveda, mit Hatha-Yoga, und wie mir ein alter Swami in Rishikesh gesagt hatte, er kannte auch Pfarrer Kneipp, und daher stammen so einige, wo er sagt, man soll kalte Bäder am frühen Morgen nehmen und mindestens Hände und Füße, kalte Güsse machen. Ich habe lange überlegt, woher hat er das? Die Ayurveda-Leute sagen immer, man soll sich warm halten. Die Hatha-Yoga-Schriften sagen auch so etwas. Also er hatte sich auch mit deutscher Naturheilkunde auseinandergesetzt. Er hatte die Erkenntnisse der Psychologie seiner damaligen Zeit hineingebracht. Auch dafür steht Yoga Vidya. Auch wir verbinden das klassische Hatha-Yoga-Wissen und Ayurveda-Wissen mit dem, was vielleicht aus anderen naturheilkundlichen Traditionen hineinkommen kann, und auch was moderne Wissenschaft, Medizin, Biologie, Psychologie, Evolutionspsychologie und so weiter sagt. Wie ist es dann weitergegangen? Gut, Yoga Vidya wurde ja gegründet von Eva Maria und mir. Ich bin schon früh interessiert gewesen an Spiritualität. Als 14-Jähriger hatte ich Fragen gehabt, wer bin ich? Gibt es eine höhere Wirklichkeit? Gibt es einen höheren Sinn im Leben? Ich fing mit 15 an zu meditieren, seit meinem 16. Lebensjahr keinen Tag ohne Meditation. Fragen, die ich mir gestellt hatte. Gibt es eine höhere Wirklichkeit? Wie kann ich sie erreichen? 1980 habe ich dann begonnen mit Yoga. Bin dort versehentlich drüber gestolpert. Eigentlich bin ich zum Schluss gekommen, ich bin aus Europäer, will also nichts Fernöstliches, auch wenn ich erkannt hatte, letztlich sagen sie alle das Gleiche, christliche Mystiker, Buddhisten, Yogis, Sufi-Heilige, auch Schamanen, Taoisten, Zen-Buddhisten, überall ist letztlich das Gleiche. Aber irgendwo habe ich gedacht, als Westler muss man dann irgendeinen westlichen Schulungsweg gehen. Ich habe mich für westliche Esoterik interessiert, für christliche Mystik. Und dann gab es irgend so einen indischen Swami, der in München einen Vortrag gegeben hatte. Und da habe ich gedacht, kann ich ja mal hingehen. Das war noch bevor ich mit Studium begonnen hatte. Und dann saß der dort, orange Kleidung, kreuzbeinig. Und dann wurde 20 Minuten Om Namah Shivaya gesungen. Und ich habe gedacht, ich bin zu Hause angekommen. Dann habe ich gedacht, vielleicht ist Yoga doch etwas für mich.
Gut, danach bin ich dann in die Tradition, dieser Meister war, die gab es in München nicht mit einem dauerhaften Zentrum. Also habe ich weiter gesucht, bin dann ins Shivananda Yoga Vedanta Zentrum gegangen, in München, Steinheilstraße. Und dort bin ich als erstes auch zum Satsang gegangen, mit Meditation, mit Mantra singen. Und da war dann das erste Mal auch Räucherstäbchen, die indischen Bilder. Und eigenartigerweise, manche sind da ja auf ersten Blick befremdet, ich hatte wieder dieses Gefühl, zu Hause, endlich zu Hause. Irgendwie wird mir noch einmal bewusst geworden, eigentlich habe ich mich immer fehl am Platz gefühlt. Solange ich denken kann, immer auf dem falschen Planeten irgendwo. Dort hatte ich das Gefühl gehabt, angekommen zu sein. Bis sie gesungen haben, Hare Rama, Hare Krishna, dann habe ich noch mal etwas erzittert. Wir hatten im Schulreligionsunterricht so Jugendsekten durchgekaut. Alle möglichen Schauermärchen über die Hare Krishnas gehört. Muss wirklich sagen, Schauermärchen waren das gewesen. Und gut, aber dann zum Schluss das Arati, Licht über mich gegeben. Und die ganze nächste Woche, wann immer ich die Augen geschlossen hatte, habe ich so im dritten Auge ein Licht hier gesehen. Das war irgendwo war es geblieben. So habe ich dann 1981 auch den Swami Vishnu Devananda kennengelernt. Er hat mir die Mantra-Weihe gegeben. Ich habe dann eine Yogalehrerausbildung mitgemacht. Fing dann an, im Zentrum Yoga zu unterrichten. Habe zwar noch weiter studiert, bin aber ins Zentrum gezogen, wurde dann 1983 dann Vollzeit-Mitarbeiter in den Yoga-Vidya-Zentren, nicht Yoga-Vidya-Zentren, Shivananda-Yoga- und Vedanta-Zentren und Ashrams, war dort in verschiedensten Zentren, das war als Jugendlicher, oder eigentlich nicht mehr Jugendlicher, also ein junger Mensch, sehr faszinierend, München, Wien, Genf, Paris, London, Los Angeles, San Francisco, Toronto, New York, Montreal. Ne? So war ich alle 9 Monate in einem anderen Zentrum, habe so die Welt irgendwo kennengelernt und habe auch kennengelernt, eigentlich sind die Menschen überall ähnlich. Und sie sind überall stolz darauf, dass sie anders sind. Und irgendwo sind auch alle Menschen anders, aber dennoch vom Spirituellen her sind sie alle ähnlich. Die Schwierigkeiten, die man hat, sind überall auch ähnlich. Und die Lösung, Yoga, kann man auch überall unterrichten. Vielleicht muss man es in anderen, unterschiedlichen Gegenden etwas anders unterrichten. Das habe ich dann auch immer festgestellt. Egal wo ich war, man konnte nicht das Gleiche unterrichten, war immer etwas anderes, was ein Zentrum erfolgreich hat werden lassen. So muss man immer offen sein, so habe ich gelernt, immer offen zu sein, nach Ideen zu suchen, ne? Und immer wieder zu schauen, immer die Lust zu haben, wenn ich wo neu hin versetzt wurde, wo typischerweise ein Zentrum war, was gerade nicht gut gelaufen ist, war sowas wie die Feuerwehr dort, dann muss ich immer alle Augen und offen, Ohren offen halten, was könnte es jetzt sein, was dieses Zentrum zum Laufen bringt. Beim einen war es der Tag der offenen Tür, beim nächsten war irgendwo mit Pressemenschen sehr viel sprechen. In Los Angeles gab es was ganz Verrücktes. Die Los Angelinos waren damals in einem Reinigungsfimmel. Und dann habe ich einen Kriya-Workshop angesetzt. Kriya sind so Sachen, wo man Salzwasser durch die Nase gibt, 1 bis 2 Liter Salzwasser trinkt, 2, 3 Finger in die Hals sich übergibt. Und dann auch ein Tuch schluckt, dann wieder rauszieht. Also schon etwas Exotischeres. Und dann haben sich dann 25 Menschen für gemeldet. Und ich habe mich dann in die Küche auf den Küchentisch gestellt. Im Vorversammel der Mannschaft mich übergeben. Das wurde Stadtgespräch. Darüber hat die Los Angeles Zeitung berichtet. Dieser verrückte junge Deutsche in Orange, der vor versammelter Mannschaft sich übergibt. Auch da war das Zentrum ausgebucht. Bei Swami
Vishnu habe ich dazu einiges gelernt. Zum einen auch die Offenheit für verrückte Ideen. Wie auch die verrückte Idee, eine 20x20 Yogastunden zu machen. Verrückte Ideen ausprobieren. Bei Swami Vishnu habe ich auch letztlich gelernt, irgendwo eine Dynamik dort zu haben, sich nicht zu sehr in Details aufzuhalten. Swami Vishnu hat gerne gesagt, never worry about details, kümmere dich nicht um Details. Hat auch so diese Dynamik gehabt. DIF, do it fast, mach es schnell. Hat so Abkürzungen gehabt. Oder DIN, das hier heißt, do it now. Oder DIY, das heißt, do it yesterday, mach's gestern. Der Swami Vishnu hatte 3 Geschwindigkeiten gehabt. Das eine war DIN, mach's jetzt. DIY, mach's gestern, da muss es sehr schnell gehen. Und KIV, keep in view, halt es irgendwo im Auge. Das hieß, es gab noch die 4., das hieß, forget it. Ich muss zwar sagen, Yoga Vidya ist dann doch etwas systematischer geworden und ich habe mich an deutsche Gründlichkeit gewöhnen müssen, nicht nur müssen, letztlich auch. Eva Maria hat mir geholfen, da Dinge auch gründlicher zu machen, aber die Dynamik, die dabei war, die hatte ich von Swami Vishnu. Bei Swami Vishnu auch Offenheit für Technik. Swami Vishnu war auch ein Technik-Freak, im Sinne von, er hat fliegen gelernt. Swami Vishnu hat irgendwann mal gedacht, wo er viel gereist ist, der könnte irgendwo Geld sparen für Tickets, wenn er selbst sein eigenes Flugzeug fliegt. Als er es erzählt hat, hat er immer gelacht, hat gesagt, so, ich war so naiv gewesen. Also hat ihn irgendwo begeistert. Gut, später hat er gesagt, das Fliegen hat er gelernt, um seine Friedensmissionen zu machen. Er ist ja über die Berliner Mauer geflogen 1983. Eva Maria und ich waren dann auch dabei. Eva Maria hat auch entscheidenden Anteil gehabt, dass das auch geklappt hatte. Und er ist von Israel nach Ägypten über den Suezkanal geflogen. Er ist mit dem Schauspieler Peter Sellers durch die No-Go Areas, durch Belfast gegangen und ist dort vorher mit seinem Flugzeug hingeflogen. Im Indopakistanischen, an der Indopakistanischen Kriege ist er von Indien nach, damals Ostpakistan, Bangladesch geflogen. Also vieles hat er damit gemacht. Gut, Swami Vishnu hat er auch sehr früh PCs angeschafft. Ja, das wird ja jetzt gerade auch alles aufgenommen hier mit der Kamera. Es wird live übertragen ins Internet. Ich weiß nicht, wie wir da zuschauen. Und Yoga Vidya steht auch dafür, dass wir an Vorderfront sind bei dieser technischen Nutzung aller technischen Mittel. Swami Shivananda war das auch gewesen, im Sinne von, hatte Schallplatten gemacht, was damals in Indien außergewöhnlich war, Filme gedreht. Und so gibt es glücklicherweise von ihm selbst viele Filme und viele, inzwischen gibt es die am Internet, kann man abrufen, und es gibt viele MP3-Dateien, kann man auch im Internet abrufen. Und Swami Vishnu hat auch früh PCs angeschafft. Ich war eigentlich früher kein technisch Affiner. Ich hatte 2 Brüder gehabt, die waren so die Techniker. Mein älterer Bruder hat ein Chemielabor gehabt, der hat es immer geliebt, dass Sachen in die Luft gegangen sind. Hat sich mit Elektrosachen beschäftigt. Ich war mir der geistig orientiert. Ich habe Bücher gelesen. Und dann hat er Swami Vishnu irgendwo PCs angeschafft, wurde versetzt nach Los Angeles. Ich habe dann einen Brief geschickt und habe geschrieben, warum es unsinnig wäre, Computer in Yoga-Zentren zu haben. Und dann der Swami Vishnu hat nur einen Brief zurückgeschickt, nur eine einzige Zeile. Learn to love it. Om Shanti, Swami Vishnu gehört. Lerne es zu lieben. Om Shanti, Swami Vishnu. Gut, das war dann irgendwo der Auftrag. Dann habe ich mich mit den Computern weiter auseinandergesetzt und wurde dann dort in den Shivananda Yoga Zentrum, sowas, was man den Computer Support Person nennt, und habe dann gereist durch die verschiedenen Zentren und habe überall die Computer dann installiert. Und
Gut, heute bin ich nicht mehr so kenntnisreich. Yoga Vidya hat glücklicherweise alle möglichen Techniker, die das irgendwo machen, aber die Offenheit ist dort geblieben. 1987 hatte ich in den bei der 100-Jahr-Feier von Swami Shivananda hatte ich so eine Vision gehabt. Eine Vision, ist schwierig in Worte zu fassen. Manche von euch haben ja auch den Artikel gelesen in der Jubiläumsausgabe vom Yoga Vidya Journal, wo ich da so ein bisschen drüber auch erzähle. Es war irgendwo um 3 Uhr morgens bin ich aufgewacht und wenn ich morgens aufwache, kann ich dann nicht mal einschlafen und meditiere. Ich bin also in die großen Yoga-Halle dort gegangen, habe mich hingesetzt für die Meditation und plötzlich hatte ich dann so eine Vision von Swami Shivananda, wie er dort überlebensgroß und voller Licht dort stand. Und dann irgendwann ist auch dieses Bild verschwunden und ich hatte irgendwo ein großes Gefühl von Freude, Verbundenheit, Liebe, Einheit, wie auch immer man es ausdrücken will. Und dann, als ich aus der Vision rauskam, war irgendwo war klar, Yoga würde ein wichtiger Bestandteil der neu entstehenden Weltkultur werden und es wäre möglich, dass eine Welt existieren könnte ohne Krieg, ohne Hunger und ohne Bürgerkriege und dass die ganze Welt zusammenwachsen würde und dass Yoga einen wichtigen Anteil dabei haben würde und dass auch ich dort meine Aufgabe hätte, dort etwas für zu machen. In der Vision war einiges, was natürlich hieß, da würde sich vieles entstehen, viele Menschen auf der ganzen Welt würden einiges machen. Es war auch irgendwo in der Vision angelegt, dass dort das Yoga sich noch etwas mehr anpassen müsste an die modernen Prinzipien, auch was Demokratie heißt, auch weitere Verbindungen mit psychologischen und humanistischen Prinzipien, auch im Sinne von noch mehr, dass es lebensnah ist. Und ich war damals ein Swami ist Mönch und Orange, und da war, hieß es aber, ich werde das nicht als Mönch machen. Das war jetzt eine komische Geschichte. Ich hatte gerade ein paar Jahre vorher die Mönchsgelübde abgelegt und jetzt sollte das irgendwo anders sein. Aber das war so in dieser Vision gewesen. Zuerst dachte ich, es wäre irgendwo in den Zentren von Swami Vishnu Devananda und er machte mich dann auch zu seinem Assistenten und da sprach ich auch mit ihm über diese Ideen und hat er mehr oder weniger erstmal gesagt, mach mal. Das war auch so eine Sache, die der Swami Vishnu gerne gemacht hat. Wenn irgendjemand Vorschläge gemacht hat, hat er gesagt, very good, just do it. Sehr gut, mach's mal. Das war auch manchmal schwierig. Menschen, die irgendwelche Vorschläge gemacht haben, die haben oft gedacht, ich mach mal den Vorschlag und dann andere machen es dann. Ja. Swami Shivananda hat auch gerne gesagt, wenn jemand Vorschläge gemacht hat, the hands are on your arms and the money is in your pockets. Die Hände sind an deinen Armen und das Geld ist in deinen Taschen. Gut. Danach war aber doch klar, dass Swami Vishnu wollte diese Art letztlich, diese weitere demokratische Umstrukturierung der Zentren, wollte er nicht so machen. Er wollte es mehr so was, das Modell, das in Indien viele Ashrams haben, Stiftungsmodell, wo eine bestimmte Anzahl von Menschen dann über das Ganze bestimmen. Das, so in der Art hat er es dann umgesetzt und doch mehr das Guru-Prinzip beibehalten oder in die Zentren dann weiter laufen würden und verschiedenes andere. Und dann habe ich dann gemerkt, ist Zeit weiterzugehen, als es auch klar wurde, Swami Vishnu übergibt die Zentren an seine Nachfolger. So habe ich dann am 31.12. die Shivananda-Yoga-Zentren verlassen, 1991. Und jetzt habe ich überlegt, wie geht es jetzt weiter? Und bin danach Indien gereist, viele Wochen in Indien verbracht, einige Ashrams besucht, aber insbesondere dann den Shivananda-Yoga-Ashram von Swami Shivananda selbst. Ich war vorher noch nie in Indien gewesen, nur bei Swami Vishnu. Das
Swami Vishnu hatte sich ja auch selbstständig gemacht von den Zentren seines Meisters, Swami Shivananda, eigenständige Organisation gegründet. Und so bin ich dann in den Mutter-Ashram dort gegangen, einige Wochen dort gewesen, einigen der großen Meister dort gelernt. Und so am Tag meiner Abreise hatte ich wieder so diese Vision von Swami Shivananda gehabt. Und da war es klar, ich sollte jetzt zurückkehren nach Deutschland und sollte in Frankfurt ein Zentrum aufmachen. Und innerhalb von 5 Jahren würde dann auch ein Ashram entstehen. Daraus wird eine große Yoga-Bewegung entstehen. Es wird dann irgendwann auch ein Ashram für 1000 Menschen entstehen. Und es würden dann auch mehrere hundert Zentren daraus sein. Gut, das war jetzt erstmal weit hergeholt. Ich war jetzt gerade so als Einzelgänger dort unterwegs. Eigentlich bin ich zu zweit gegangen, hatte auch eine Freundin gehabt, war nicht nur Swami. Und war auch irgendwo, sie hat auch eine Rolle gespielt, dass ich die Zentren dann verlassen hatte. Sie hat mich dann aber in Indien, hat sie gesagt, sie will mit mir nichts mehr zu tun haben. Also irgendwo war ich jetzt in einem besonderen Raum und wollte eigentlich nicht nach Deutschland zurück, war ja in Amerika gewesen, in Kanada. Eigentlich habe ich so den American Spirit dort lieben gelernt. Aber es war klar, also bin ich dann zurück nach Deutschland. Jetzt habe ich überlegt, wie mache ich jetzt ein Zentrum dort auf? Noch dazu allein. Also bin ich nach München gegangen und dort gab es eine, von der ich noch die Adresse hatte. Eva Maria kennt sie und habe ihr gesagt, sie könnte auch mal so ein paar andere Oldies dort zusammenrufen, dann könnten wir sich mal treffen. Gut, und da war dann auch die Eva Maria dabei und dann habe ich so gesagt, ich will ein Zentrum in Frankfurt aufmachen, wer will mitmachen? Und sie hat sofort gesagt, ja ich mache das mit mir. Hat er noch dazu gesagt, sie wusste, dass ich irgendwann kommen würde. Und sie hat irgendwie darauf gewartet, dass wir zusammen ein Zentrum aufmachen und hat so, hat es schon fast aufgegeben gehabt und hat so gesagt, ich hätte es schon fast allein irgendwo gemacht. Und dann sind wir dann zusammen nach Frankfurt und haben uns ein paar Zentren angeschaut. Und das ist eigentlich immer so gekommen, das ist auch interessant, die großen Standorte von Yoga Vidya, immer das, was wir eigentlich am liebsten gewollt hätten, ist es nicht geworden. Aber das, was es nachher geworden ist, ist im Nachhinein, hat sich gezeigt, es war das Richtige. Da gab es so eines, das war in Sachsenhausen, so ein altes mit Stuckdecken und auch so ein altes Haus. Eigentlich haben wir gedacht, da wollen wir hin. Aber irgendwo, der Vermieter wollte uns nicht. Aber in der Hanauer Landstraße, wir sind ja heute Morgen nochmal dran vorbeigefahren. Ich bin heute Morgen von Bad Meinberg hierher gefahren. Die Fahrt ging relativ flott um 4.30 Uhr morgens. Ich habe gedacht, kann ich nochmal die alten Zeiten anschauen. Raffaela hat es dann auch noch mit dort gesehen. Also nicht etwas, wo man von außen sich drin verlieben würde, aber kompakt und praktisch. Jeder Quadratzentimeter war nutzbar. Dann sind wir dann auf dem Henninger Turm, der war damals noch ein großes Gebäude in Frankfurt, und sind dann oben im Restaurant gewesen und haben uns dann zugelächelt und zugenickt und haben gesagt, wir machen es. Gut, dann Frankfurter Mietvertrag unterschrieben und dann eingezogen. Und dann gab es 2 Dinge, die wir als erstes ins Zentrum kamen. Das eine war ein Altar und das zweite war Computer und Drucker. Ich bin dann auch schon eingezogen, es war noch nicht Teppich und war noch gar nichts drin, musste nur renoviert werden. Aber ich habe gedacht, ich muss in Frankfurt jetzt schon sein, die Schwingung im Zentrum muss aufgebaut werden zum einen. Und zum anderen muss ich jetzt Broschüren und Plakate machen und irgendwie müssen ja die Leute wissen, dass wir da sind. Dann Einweihungsfeier
von der Einweihungswoche und es ging gleich richtig gut los. Zentrum voller Leute und dann für die Einweihungspuja sehr viele Menschen. Und heute hat mir irgendjemand auch gesagt, dass ich glaube, die Michaela hätte erzählt, dass nicht genügend Essen da war. Weißt du nicht, dann war es eine Claudia. Sie hier. Irgendjemand hatte gesagt, war so voll gewesen, war ja als Tag der offenen Tür auch und kostenlosen Essen, war mehr da, mehr Menschen da, als wir dort Essen machen konnten. Lief also gut, war mir voller Euphorie. Und dann kam das Sommerloch. Heute würde ich auch sagen, Juni ist nicht unbedingt das beste Datum im Zentrum zu eröffnen. Aber es ging dann auch weiter. Aber das erste Jahr war schon schwierig. 1992 war kein Jahr, wo Yoga sehr populär war. Im Gegenteil, es war so ein Jahr, wo Yoga so ein bisschen in einer absteigenden Welle war. Im Yoga ist immer so in Wellen gekommen. Jede Welle war ein bisschen mehr. Und so ein Jahr habe ich auch öfter so Zweifel gehabt. Klappt das überhaupt? Wie soll es gehen? Gut, wir haben einfach gelebt, das war unser Vorteil. Im Sinne von, keiner von uns hat ein Zimmer gehabt, wir hatten große Zimmer, das Zentrum hatte nämlich nur Yoga-Räume gehabt. Und in einem Yoga-Raum hat Eva Maria ihren Schlafplatz gehabt und so eine kleine alte Kommode. Und dann, ich habe in einem anderen Yoga-Raum einen Schlafplatz gehabt, einen Kleiderschrank. Und dann später kam dann noch andere Mitarbeiter dazu, die waren im anderen Yoga-Raum bzw. in der Rezeption. Also wir haben einfach dort gelebt und irgendwo haben wir es dann, unser Luxus war, wir haben eine Matratze gehabt und keine Isomatte. Das fanden wir schon, der Leben luxuriös. Gut, dann hatte ich auch dort Shibakami kennengelernt, die kam aus einem anderen Yoga-Zentrum, hat dort gelernt. Und sie hat dann so einiges auch an Mut gegeben, Dinge uns zuzutrauen, die wir vielleicht ansonsten nicht ganz so einfach zugetraut hätten. Also Yoga-Ferien, Yoga-Seminare und dann auch eine Yoga-Lehrer-Ausbildung. Und so hat sich relativ früh, schon 1993, 94, all das rauskristallisiert, wofür heute Yoga Vidya auch steht, im Sinne von den Programmen. Wir fingen 1993 mit der ersten zweijährigen Yoga-Lehrerausbildung an. Wir hatten unser erstes Kundalini-Yoga intensiv zwischen den Jahren. Shiva Rupert war dabei, Raffaela war dabei. Wir hatten bei der ersten Yoga-Lehrerausbildung sind auch einige hier, erste und zweite Yoga-Lehrerausbildung, sind einige, die sie mitgemacht haben. Wir haben Ferienwochen gehabt, wir haben die Eva Maria gemacht, an der Nordsee, danach im Schwarzwald. So ging es gut weiter. Wir waren ein gutes Team, auch ein Team, das wir unterschiedliche Ideen und Meinungen hatten. Und das ist auch etwas, wofür Yoga Vidya steht. Eva Maria, wir hatten zum einen haben wahnsinnig viel Spaß gehabt. Wir haben die verrücktesten Witze erzählt. Nicht nur spirituell. Das braucht es auch. Und gerade wenn man dann von freie Tage hatten wir kaum gehabt. Gut, am Anfang haben wir irgendwo freie Tage gehabt. Dann haben wir aber die erste Yoga-Lehrer-Ausbildung gehabt. Und danach die zweite, ein halbes Jahr später, dann gab es die dritte, dann gab es die vierte, dann haben wir vier Abende in der Woche Yoga-Lehrerausbildungen gehabt. Dann alle haben sechs Wochenenden im Jahr gehabt. Dann haben wir Kundalini-Yoga-Wochenenden und Bodywork-Wochenenden und Intensiv-Wochenende hier und da. Plötzlich bald war alles. Das geht dann, wenn man zum einen spirituell verbunden ist, intensives praktiziert, aber zum anderen auch miteinander sehr gut zurechtkommt. Dabei gab es dann aber auch diese Kreativität, unterschiedliche Ideen dabei und dann auch letztlich die Bereitschaft, unterschiedliche Menschen
können auf unterschiedliche Weise Ähnliches bewirken wollen. Auch das ist das, was Yoga Vidya heute auch ausmacht, wenn wir in den einzelnen Zentren oder natürlich gerade in Bad Meinberg, wenn wir dort ein großer Ashram diskutieren sind, da tauchen die unterschiedlichen Meinungen auf und da gibt es auch manchmal laut und wilder und zum Schluss gibt es dann doch Abstimmungen und dann gibt es zum einen so, dass Menschen machen, so wie Swami Vishnan sagt, just do it, mach es einfach mal und dann guckt man, ob es irgendwie klappt. Wir wissen nicht genau. Oder zum anderen, wir finden irgendwo entweder einen Konsensus oder wir schaffen so eine neue Abteilung, wo jemand anders dann das erstmal umsetzt. 1995 entstanden dann die Vereine. Vorher haben wir es irgendwo gegründet, als hieß es freiberuflich. Wir hatten dort einen Steuerberater, der behauptet, Yoga könnte in Deutschland nicht als gemeinnützig anerkannt werden. Und dann aber 1995 haben wir einen anderen Steuerberater gefunden und der hat gesagt, das geht. Und so konnten wir dann das Ganze überführen, ab dem Moment, wo dann irgendwo auch Gelder erwirtschaftet wurden für den Ashram, der dann ja entstehen sollte. Bis dahin gab es erstmal mehr Verluste, man musste immer mehr Geld reinstecken. Und dann, als dann die Sache lief, dann konnten wir es in gemeinnützigen Verein umwandeln. Dann haben wir lange überlegt, wie nennen wir das Kind? Vorher hieß es einfach Yoga Center am Zoo. Wir waren halt am Zoo gewesen und in Ermangelung von größerer Kreativität haben wir es einfach genannt Yoga Center am Zoo. War auch deshalb wichtig, wir waren in der Hanauer Landstraße. Die Hanauer Landstraße steht ja eigentlich mehr für Industriegebiet, aber der Teil der Hanauer Landstraße, wo es war, war eben am Zoo und das ist dann mehr Innenstadt und das war dann auch für alle klar. Und dann gab es einen indischen Yogameister, der uns regelmäßig besucht hatte, der hat uns den Vorschlag gegeben, Yoga Vidya. Und damals wusste ich noch gar nicht, wofür Vidya alles steht in Indien. Aber Vidya heißt Wissen, Vidya heißt Weisheit, Vidya heißt sowohl praktisches Wissen, wie auch theoretisches Wissen, auch intellektuelles Wissen und intuitives Wissen. Zum Beispiel indische Universitäten heißen auf Sanskrit bzw. auf Hindi dann Vidya Bhavans, also Ort des Wissens. Was wir hier als Universität bezeichnen würden, wäre dann Vidya Bhavan. Vidya ist aber auch in den alten Upanishaden Meditationstechniken, mit denen man die höchste Wahrheit erfährt, sind auch Vidyas. Dann gibt es aber auch die Vidya Devis. Die Vidya Devis, die sind im Tantrismus wichtig. Und es gibt die Shri Vidya Mantras und die Maha Vidya Mantras. Das steht so für geheime Lehren aus dem Kundalini Yoga. Yoga Vidya steht für all das. Und dann hatte ich mal ein Buch gelesen von dem David Frawley. Und er hat so gesagt, in früheren Zeiten wurde Yoga bei weitergegeben an den Universitäten, den sogenannten Yoga Vidya Bhavans oder Yoga Vidya Ashramas. Dort gab es dann Menschen, die dort dauerhaft gelebt haben und es gab andere, die dorthin gegangen sind, um einen Teil im Yoga für eine gewisse Zeit zu lernen oder ein paar Jahre zu lernen, um selbst Yoga weiterzugeben. Und heute weiß ich, genau das ist letztlich entstanden. Zum einen Yoga Vidya im Sinne von auch Vidya weitergeben, praktisches Wissen. Yoga Vidya ist eben diese auch Praxis. Und Menschen in Yoga-Zentren gehen, da wollen die wissen, was kann ich machen, um Rückenweh, Nackenprobleme, Schulterprobleme, Kopfweh zu überwinden. Was kann ich machen, um schnell mehr Energie zu haben? Wie kann ich mit Stress besser umgehen? Wie kann ich mit meinem Geist besser umgehen? Da gibt es Techniken dafür. Vidya aber auch, Yoga Vidya, wir unterrichten auch tantrische Techniken, gerade im Pranayama und im Kundalini-Yoga, wo sich andere Yogaschulen in Deutschland nicht dran trauen. Und wir popularisieren Techniken, die in Indien als, bis mindestens vor ein paar Jahren, mindestens vor Jahrzehnten eher als geheim galten. Sind wir jetzt nicht so außergewöhnlich, sondern Shivananda damit angefangen, das haben wir nicht nur weitergemacht.
oder wir bei Yoga Vidya machen es auch weiter. Und gerade jetzt die Yoga Vidya Ashrams sind ein bisschen das geworden, was die alten indischen Yoga Vidya Ashrams waren, große Orte des Lernens, wo man alle Aspekte des Yogas systematisch lernen kann, indem man dort ist. Da ist also eine Menge drin, was in diesem Yoga Vidya drin war, dessen wir uns 1995 gar nicht so bewusst waren. Also ein Name, der eine sehr große Tiefe hatte. Shri Kadiken hat mir das ein paar Jahre später so gesagt. I didn't tell you everything about that name. Ich habe euch nicht alles erzählt über diesen Namen. Gut, wir haben dann auch lange noch überlegt und haben dann auch abgestimmt, wie sich das so gehört. Und dann kamen wir zu diesem Namen. 1995 gab es dann auch die erste vierwöchige Yogalehrerausbildung, wo Yoga Vidya in größerem Maße nicht nur Frankfurter Raum, Rhein-Main-Gebiet war, sondern kamen aus ganz Deutschland. Und dort kamen schon, wir waren gleich ausgebucht dort, da haben wir gesehen, ja, da gibt es Menschen, die interessiert sind. Ich kann mich noch erinnern, Eva Maria hat dort alle Namen auswendig gelernt, sie hat sehr Ehrgeiz gemacht. Wenn die Leute ankamen in Lütjenwestel in Schleswig-Holstein, wollten sie alle per Vornamen gleich begrüßen. Und ich glaube, es ist ja auch gelungen. Sie hat ein phänomenelles Namensgedächtnis immer gehabt. Ich habe eher so ein Gesichtergedächtnis, aber sie hatte dieses Namensgedächtnis auch gehabt. Und gleich bei der ersten Yoga-Lehrerausbildung gab es dann auch eine, die hatte so gesagt, ja, anstatt dass ihr euch so Häuser mietet, dann machen wir doch einen Ashram auf. Und gut, haben wir gedacht, ja. Irgendwann habe ich mich dann erinnert an diese Vision, ja. 5 Jahre ist ja bald, bis dahin sollte ein Ashram sein. Gut, und so hat sie dann angefangen zu suchen. Und es gab dann mehrere Generationen von Suchenden, bis wir dann, eigentlich innerhalb von einem Jahr, aber bis wir dann 1996 dann den Ashram im Westerwald eröffnet haben. Wer von euch war schon mal im Ashram im Westerwald? Gut, dann ging es in Frankfurt weiter. Eva Maria war noch eine Weile dort gewesen, hat das Zentrum weitergeführt. Dann gab es 2 Mitarbeiterinnen, Manuela und Gopi, die das Zentrum weitergeführt haben. Und eine Weile gab es in Frankfurt dann immer wieder neue Generationen von Mitarbeitern. Daher gab es noch Michael und Shobana, ich weiß nicht, ob ihr euch an die erinnert. Dann gab es noch alles. Bitte? Gopala war eine Weile da, Luzi war eine Weile. Dann gab es die Ganga und es gab den Daniele. Daniele war relativ lange dabei gewesen. Mit den dunklen Haaren. Der Andreas und die Nibes, die haben dann das Zentrum hierher transportiert. Das war vor 11 Jahren, glaube ich, oder? Vor 10 Jahren. Ist dieses Jahr auch die 10-Jahresfeier hier? Also es wird immer von 20 Jahren Yoga Vidya, aber 10 Jahre Yoga Vidya Niederstraße Frankfurt haben wir auch gerade hier. Und da muss man den beiden muss man dann auch ganz besonders dankbar sein, denn die haben groß gedacht von der Hanauer Landstraße dort hierher. Und ich war so ein bisschen bremsend, muss ich sagen. Irgendwo hier war irgendwo mehr als verdoppelt in der Größe. Ins Bahnhofsviertel, was ja auch nicht gerade vom Viertel mehr eine Verbesserung war gegenüber der Hanauer Landstraße. Rotlichtviertel nicht weit. Auf der Fahrt mit dem Auto her habe ich festgestellt, es ist auch heute nicht weit. Aber Verkehrslage optimal. Bahnhof, U-Bahn, S-Bahn, also alles da. Und letztlich, man kriegt auch im Parkhaus Parkplätze, also irgendwo optimal. Und natürlich hier sind auch Menschen, sind diese großen,
Häuser, Hochhäuser, wo Menschen arbeiten und dann eben auch hierher kommen. Und es lief eigentlich hier von Anfang an gleich gut an. Westerwald war dann, ging es dann auch, wir haben das Konzept des Ashrams entwickelt, könnte ich mir jetzt in vielen Details verlieren, aber dann gab es so etwas wie 2001, kann man sagen, war so etwas wie ein Schicksalsjahr von Yoga Vidya, wo einiges sich dann entwickelt. Eben zum einen Frankfurt ging hierher, kurz davor eröffnete das Mainzer Zentrum, also so, auch von den Stadtzentren gab es mehr. 2001 entwickelt sich das Konzept der Yoga Vidya Koop-Zentren. Wir haben irgendwo festgestellt, als Verein können wir nicht jedes Zentrum selbst betreiben. Das ist aufwendig. Es gibt viele Menschen, die gerne Zentren entwickeln wollen. Und so gibt es ja heute 80 Yoga Vidya Koop-Zentren. Menschen, die in eigenen Namen, in eigenen Verantwortung und Zentrum leiten, aber in einem Koop-Vertrag mit Yoga Vidya. Und gerade hier im Rhein-Main-Gebiet gibt es ja deshalb jede Menge Zentren, die vereinseigen sind, Mainz und Frankfurt. Aber es gibt auch Darmstadt und es gibt Nidau und es gibt Aschaffenburg und dann Heidelberg und Speyer und es gibt noch eine ganze Menge weitere, die ich jetzt gar nicht so im Kopf alle habe. Koblenz als Zentrum 1996 auch gleich eröffnet, auch von Manohara, der inzwischen der Koordinator aller Koop-Zentren ist und im Leipziger Zentrum aufgemacht hat. Seine Nachfolgerin war dann ja auch Raffaela, die dort relativ lange in Koblenz war, bis er nach Bad Meinberg übergesiedelt ist. Wurde aber 2001 größere Yoga-Vidya-Stadtzentren begonnen mit Mainz und Frankfurt. Koop-Zentrums-Konzept. Und dann hatte ich kurz vorher 3 Monate auch nochmal mich zurückgezogen, um intensiv Sadhana zu praktizieren, also zu schweigen und sehr intensiv zu praktizieren, weil ich wusste, irgendwo wird demnächst was Neues kommen. Dann kurz danach gab es einen Brand im Ashram, der Ashram ist fast abgebrannt, das ganze Bürobereich ist abgebrannt. Nachher kam raus, es war eine Brandstiftung, gab einen Betrugsfall. Auch sowas gibt es in Yoga-Ashrams, sogar von einem Mitarbeiter, sogar dem damaligen Büroleiter gewesen. Lange Geschichte, wollen wir nicht weiter eruieren, hat uns in unseren Grundfesten irgendwo erschüttert, hat uns vielleicht von etwas Naivität bewahrt, hat dazu geführt, dass wir einige von Sicherheiten dann irgendwo eingebaut haben, hat aber eben auch, dann gab es noch einen nächsten Schritt, das die Kreisbaubehörde hat uns die Wohnwagennutzung untersagt und alle Mitarbeiter haben in Wohnwägen dort gewohnt. Plötzlich haben wir, was machen wir jetzt? Und dann haben wir irgendwo gesagt, ja, es ist Zeit, den nächsten größeren Ashram zu suchen. Gut, wir haben auch vorher noch den Westerwälder Ashram verdoppelt in der Größe. Eigentlich haben wir nur die Bauvoranfrage dafür gemacht, weil es hieß, wenn er hier vergrößert, dann erlauben wir euch die Wohnwägen noch so lange, bis ihr gebaut habt. Eigentlich haben wir nur eine Bauvoranfrage und Bauantrag dann gestellt, um Zeit zu gewinnen für einen größeren Ashram. Aber Mensch denkt, Gott lenkt. Alle möglichen Sachen sind in letzter Minute schief gegangen. Und dann haben wir gedacht, okay, dann müssen wir halt hier vor Ort bauen. Und erst als wir angefangen hatten, im Westerwald zu bauen. Und dann haben wir gedacht, gut, wo das jetzt irgendwo der Baugut unterwegs ist, schauen wir nochmal, ob wir nicht doch nochmal nach etwas suchen. Gut, und dann haben wir irgendwo Bad Meinberg dort gefunden. Den gleichen Ort, den wir vorher schon mal angeboten waren, aber dort war es noch sehr viel teurer, alte Kurklinik. Ich kann mich noch erinnern, irgendwo der Dieter, der das damals, das Projekt betrieben hat, neuen Ashram suchen, der hat mir das Projekt dort gezeigt. Wir haben eigentlich was gesucht, 5000 Quadratmeter, das waren 14.000 Quadratmeter. Und der hat irgendwo dann mit anderen Leuten gemeint, wir sehen, der sogar, der wird das wollen. Aber
kein schönes, altes Gebäude, wie etwas anderes, wo wir vorher mal ausprobiert hatten. Da war so ein altes Schloss in Thüringen, war so ein Objekt gewesen. Ein anderes Schloss irgendwo in Sachsen gewesen. Und das war dann Gebäude aus den 70er Jahren. Man sieht es dem Stil an. Aber immerhin Chakra-Pyramide. Aber es war einfach ein unglaublicher Preis. Und dann kam ich dorthin, kann mich da heute noch dran erinnern. Ich stand davor sprachlos. Eine Größe weit jenseits von dem, was ich irgendwo gedacht hatte. Außerdem waren noch zwei andere Kliniken dort leer. Da habe ich an die Vision gedacht, dass die drei Dinge zusammen, das ist die Vision für 1000 Menschen. Aber dann habe ich nachher gefragt, und für dieses Gebäude wollen sie 1 Million Euro? Ich war bei irgendwo, der hat meine Frage falsch gedeutet. Ich habe gedacht, das ist weit unter Preis. Und wir haben gesagt, nee, Sie können es für die Hälfte haben. Mir ist die Kinnlade runtergefallen. Da die Geste wieder falsch gedeutet. Man hat gesagt, aber es ist noch verhandelt. Was ich nicht wusste, war, die betreibende Bank hatte so gesagt, jetzt gehen wir nochmal ganz runter. Ursprünglich wollten sie 3 Millionen für haben. Sie haben gesagt, wir gehen jetzt ganz runter, wenn wir es nicht verkaufen, innerhalb der nächsten 3 Monate wird das Ding dicht gemacht und zugemacht und fertig, dann soll es verfallen. Wir wollten nicht mehr weiter, war schon einige Jahre stand es leer, musste beheizt werden, Hausmeister und so weiter. Gut, so haben wir dann diesen Ashram dort bekommen, letztlich zum Preis von 2 Familienhaus und ein Familienhaus hier bei Rhein-Main-Gebiet. Aber natürlich, da muss man viel reinstecken in Brandschutz und vieles andere. Und so konnten wir den nächsten Schritt dort gehen. Yoga Vidya war dann aber eine große Herausforderung. Schon Westerwald war natürlich eine Herausforderung. Wie macht man das Ganze, was bei Yoga Vidya in diesem Konzept angelegt ist? Klassisches Yoga. Und das ist irgendwo guru-orientiert. Einer hat die höhere Verwirklichung, er hat dann natürlich das Sagen. Er ist derjenige, der natürlich sagt, wo es lang geht, wie unterrichtet wird. Und in diesem Sinne bin ich auch der spirituelle Leiter. Ja, wenn ich sage, der Kopfstand wird so gemacht, dann soll er auch so gemacht werden. Und die Meditationsart ist bei Yoga Vidya okay und die ist nicht mehr okay. Osho, Kundalini-Yoga, Chakra, Kundalini-Yoga, dynamische Meditation, die machen wir ja normalerweise nicht, ne? Aber andere machen wir. Gut, aber auf einem anderen Gebiet eben, offen für andere Strömungen. Und irgendwo hat sich dann doch etabliert, dass das irgendwo ab und zu mal bei Yoga Vidya beim Mainberg doch angeboten wird, habe ich irgendwann mal rausgekriegt. Aber es konnte ich sehen, wie groß es ist. Ich kriege da längst nicht mal Hilfe mit. Und habe dann gesagt, es scheint nicht geschadet zu haben. Da ist auch okay. Gut, aber dann andererseits der demokratische Ansatz, natürlich auch basisdemokratischer Ansatz. Und, aber doch eine Ausrichtung auf ein bestimmtes Ziel. Yoga Vidya ist nicht beliebig, wo einfach Menschen bestimmen und sagen, wir machen was ganz anderes. Und auch nicht im Sinne von, ja, was machen wir mal, was uns Spaß macht. Dann sind wir irgendwie darauf gekommen, wir machen so, wir drücken das Ganze aus, was Yoga Vidya ausmacht. Das, was Yoga Vidya ausmacht, haben wir dann auch formuliert. Yoga Vidya, eine spirituelle Gemeinschaft, eine Tradition von Swami Shivananda, Swami Vishnu Devananda, ausgerichtet auf 3 Zielen, Yoga weiterzugeben, dann auch Orte zu schaffen, wo Menschen in spirituellen Gemeinschaften wohnen können, um sich intensiv mit Spiritualität zu beschäftigen und zu wachsen und uns zu verbinden mit anderen spirituellen Gemeinschaften, Lichtnetz der Erde auszubauen, in der Hoffnung, dass wir dazu beitragen können, in Zusammenarbeit mit vielen anderen spirituellen, ökologischen und anderen guten Traditionen, dass ein goldenes Zeitalter entstehen kann, wo
vielleicht in einer Generation, vielleicht können wir es noch erleben, Krieg auf der Erde nicht denkbar ist, so wie wir nicht mehr denken können, dass in Mitteleuropa Krieg entstehen kann und wo es keinen Hunger mehr gibt und wo Menschen friedvoll miteinander umgehen und vielleicht sogar friedvoll mit Tieren und der Umwelt umgehen. Ich glaube nicht, dass das nur eine blauäugige Vision ist, sondern ich glaube sogar, dass es die wahrscheinlichere Alternative ist. Ich bin nicht ganz so blauäugig, dass ich nicht annehme, und rosa-rote Brille, dass ich nicht auch wüsste, weiß, es könnte auch anders gehen. Es könnte. Wir wohnen hier in der Bankenhauptstadt. Das Bankensystem kann zusammenbrechen. Es wurde ja in den letzten 4 Jahren immer wieder vom Zusammenbruch bewahrt. Eigentlich muss man sagen, seit den 90er Jahren, alle 5 Jahre gab es eine neue Bankenkrise und es wurden immer wieder neue Mittel genommen und es gibt immer weniger Mittel, die da zur Verfügung stehen. Also es könnte auch die Wirtschaft zusammenbrechen. Es kann auch sein, dass es eine schmutzige Bombe gibt und wenn die hier in Frankfurt oder Berlin, dann werden die friedliebenden Deutschen vielleicht plötzlich auch anders wieder werden. Kann alles passieren. Dennoch, meine Hoffnung ist, dass es anders ist. Und meine Überzeugung ist auch, dass die vielen spirituellen Traditionen, die im gegenseitigen Respekt leben und spirituell praktizieren, dass die ein Lichtfeld über diese Erde spannen und dieses Lichtfeld auch Politiker und Wirtschaftsführer und die große Meinung beeinflussen. So gibt es in kleinerem Maße Umweltbewegungen und in anderem Maße spirituelle Bewegungen. Und ich glaube, dort könnte einiges entstehen. Als ich mit Yoga begonnen hatte, gab es ja diese Phase von Wendezeit, diesem bekanntes Buch von dem Friedhof Capra, der auch fast denkt, wenn ich da zurückdenke, fühle ich mich schon fast als Fossil, obwohl ich mich immer noch als jung empfinde. Oder auch die sanfte Verschwörung hieß dort etwas. Ich glaube, was da damals gesagt wurde, stimmt weiterhin. Es hieß sogar im 19. Jahrhundert, gab es Bücher über das neue Zeitalter, was das auch schon hatte. Nur es dauert halt ein bisschen länger. Gut, also all das ist in der Vision angelegt. Und das ist so die Grundlage. Und das ist so das Grundgesetz von Yoga Vidya, die Verfassung, wo wir sagen, darum geht es bei Yoga Vidya. Dann, wann immer wichtige Entscheidungen getroffen werden, geschieht das in demokratischen Entscheidungen. Das ist auch eine komplexe Geschichte. Wichtige Entscheidungen müssen dann an 11 Standorten getroffen werden. Und da ist auch eine Sache, wie machen wir das? Und es wird von den Mitarbeitern getroffen, andere müssen vom Verein getroffen werden. Das ist eine spannende Sache. Und dann auch etwas, wo ich mich dann manchmal damit abfinden muss, dass ich überstimmt werde. Ich auch damit abfinden muss, dass ich manchmal die Stimmungslage der anderen falsch einschätze. Und parallel bleibt es aber auch, wir stimmen uns auf die Energie von Swami Shivananda, Swami Vishnu Devananda ein. Und dort geht es darum, wir wollen uns auf diese Meister einstimmen, wir wollen diese Energie weitergeben und wir fühlen das Instrument und wollen Wachstum. Wir wollen wachsen, nicht für uns selbst, spirituelles Wachstum auch für uns selbst, aber auch Wachstum, dass ich diese Vision und diese Mission weiterentwickeln kann. 20 Jahre Yoga Vidya, ich werde dann öfters auch interviewt von Zeitschriften, es erscheinen ja auch momentan so einige Artikel über Yoga Vidya in den Zeitschriften. Yoga Vidya ist ja die größte europäische Yoga-Bewegung. In Deutschland gibt es etwa 500.000 Menschen, die nach dem System von Yoga Vidya unterrichten. Es gibt dieses Jahr auch 10.000 ausgebildete Yoga-Lehrer von Yoga Vidya. Wenn wir alle anderen Kursleiter dazunehmen, von Entspannungskursleiter, Meditationskursleiter, Massagetherapeuten und so weiter, gibt es etwa 20.000 Menschen, die von Yoga Vidya ausgebildet sind und es weitergeben.
Und da werde ich eben gefragt, wie geht es in 20 Jahren weiter? Was wird in 20 Jahren sein? Und die beste Antwort ist, Mensch denkt, Gott denkt. In 20 Jahren werden wir sagen, Mensch dachte und Gott lachte. Wenn wir Gott zum Lachen bringen wollen, dann können wir glauben. Gut, aber einiges noch in der Vision von Swami Sivananda ist noch zu tun. Und das Interessante war auch, wann immer wir irgendwas ausprobiert haben, was in der ursprünglichen Vision nicht drin war, ist irgendwo schief gegangen. Aber gehört irgendwo auch immer dabei, alles Mögliche auszuprobieren. Und so, was sich weiterentwickeln kann oder wird, sicherlich einige zusätzliche Zentren. Ob die Expansion mehr ins europäische Ausland gehen wird, müssen wir noch sehen. Bisher ist es doch mehr in Deutschland geblieben. Wir haben zwar jetzt ein Koop-Zentrum in Rotterdam, wir haben ein anderes in der Schweiz, aber wir hatten auch mal eins in Österreich, das ist inzwischen kein Yoga-Vidya-Koop-Zentrum mehr. Es gibt solche, die planen, ein anderes Zentrum. Müssen wir sehen, ob es dort weitergeht. Vielleicht wird es einen Ashram in den Alpen geben, vielleicht wird es einen Ashram an der Ostsee geben, vielleicht ein Ashram irgendwo im Süden, Mittelmeerraum oder Kanaren. Wenn ich das erzähle, fangen immer die Augen der Menschen an zu Gut, das sind einige Dinge. Ein Konzept, das irgendwo in der Vision auch noch dabei war, was nur andeutungsweise sich bisher entwickelt hat, ist das Konzept Yoga-Dorf, Yoga-Stadt. Dass es irgendwo einen Ort gibt, wo nicht nur Menschen sind, die im Ashram selbst sind, sondern um den Ashram herum, wo vielleicht hauptsächlich vegetarisch, ökologisch, spirituelle Menschen sind. So, das könnte sich in Bad Meinberg entwickeln. In Bad Meinberg stehen einige Gebäude leer, die war ja früher eine Kurklinik, eine Reihe der früher 6 großen Kurkliniken, gehört inzwischen Yoga Vidya. Dort wohnen inzwischen auch 50 Menschen, es können sogar 60, 70 sein, einschließlich der Partner, die dort so eine Art Zweitwohnsitz genommen haben, die dort als Shantivasis Wohnrechte haben. Es ziehen Menschen nach Bad Meinberg selbst hin. Der Randa sitzt dort gerade, er zieht dort auch gerade hin, andere auch. Und da könnte sich so etwas entwickeln, vielleicht so eine spirituelle, ökologische Stadt. Einfach, wenn dort noch 100 zusätzliche Menschen hinziehen, dann könnte das so eine Art Vorbildskommune werden. Das ist so ein Konzept. Ein weiteres, was ich bisher andeutungsweise entwickelt habe, was dabei war, war eine, das sind eigentlich Therapiekliniken mit Anerkennung von Yoga als schulmedizinische Leistung und Klosterashram. Diese Konzepte sind bisher angedeutet bei Yoga Vidya. Wir haben ja die Yoga-Therapie-Abteilung, auch hier in Frankfurt gibt es ja auch schon Yoga-Therapie-Ausbildungen gegeben. In Mainz auch schon, da wechselt man in Frankfurt mal in Mainz. Ayurveda-Ausbildung, aber Yoga-Therapie-Ausbildung hat es auch schon mal hier in Frankfurt, in Speyer gegeben, also jedenfalls hier im Rhein-Main-Gebiet. Diese Ausbildungen gehen weiter. Da haben wir eine Yoga-Therapie-Abteilung in Bad Meinberg, ist jetzt mit Heilpraktikern. Wir haben eine psychologische Yoga-Therapie-Abteilung. Also man kann mit diversesten Krankheiten dorthin kommen und es zeigt sich tatsächlich, dass man mit Yoga dort sehr gute Erfolge hat. Wir haben Kontakte zu Universitäten, wenn das in die Schulmedizin hineinkommt, braucht es gute Studien. Wir haben auch die Möglichkeit, ausreichend Probanden für zu gewinnen. In die Universitäts-, also die Yoga-Studien, die es gibt, es gibt ja sehr viele Studien, inzwischen tausende von Yoga-Studien. Wir haben aber oft das Problem, dass die mit wenigen Probanden sind, zwischen 10 und 80 Probanden. Damit es aussagekräftig ist, braucht es 200. Habe ich mir irgendwo sagen lassen bei unserem letzten Yoga-Kongress. Und so haben wir jetzt bei Yoga Vidya die weltweit größten Studien bisher gehabt, mehr anhand der 2-jährigen und 4-wöchigen Yoga-Lehrerausbildung. Und so wollen wir das weiter ausbauen. Erst nochmal
allgemeine Wirkungsstudien, die helfen, dass Yoga, als Präventionsmaßnahme der Krankenkassen erhalten bleibt, indem wir in großen Studien nachweisen, dass Yoga tatsächlich gut ist zur Vorbeugung. Und dann wollen wir als nächstes Wirkstudien haben, dass Yoga wie die TCM auch anerkannt werden kann für bestimmte Krankenbilder, Krankheitsbilder. Also einiges noch vor uns, und aber auch Retreat Ashram. Im Projekt Shanti haben wir bisher das Shivalaya Retreat Zentrum. Wir haben auch eine Nonne, die Swami Nirgunananda, die inzwischen auch die Ashramleiterin in Bad Meinberg geworden ist. Wir haben zwei Brahmacharis, die überlegen, Mönch und Nonne zu werden. Bei Yoga Vidya ist, dass die Mehrheit Familie, Kinder, Berufsleben hat, auch diejenigen Mitarbeiter in den Gemeinschaften sind, ist die Mehrheit in Beziehung. Wir haben einige, inzwischen haben wir ein Dutzend Kinder, die in den Ashram geboren sind und auch weiter im Ashram leben. Es gibt dann auch weitere Schwangere, die auch weiter Kinder bekommen werden. Aber wir wollen eben auch diesen monastischen Aspekt des Yoga, auch der soll einen Platz haben und irgendwann auch mittelfristig in einem eigenen Yoga-Kloster. Das sind so Dinge, die sich weiterentwickeln werden. Hier in Frankfurt ist ja nur die Option, dass eventuell sich noch mal etwas vergrößern wird. Hat mir wieder Murti gesagt, dass Maria sich hier bemüht mit dem Team hier, dass hier auch die Mitarbeiter etwas privatere Wohnungen im gleichen Haus finden, was dann auch gleich heißt, es könnte einen größeren Yoga-Raum geben. Das war, ist manchmal das, die Schwierigkeit hier, dass wir hier sehr viele tolle Referenten hinkommen, sehr viele tolle Yoga-Lehrer und Yoga-Meister, aber doch bei 30 die Grenze hilft hier im Raum. Ich hatte zwar insgesamt, glaube ich, 120 Teilnehmer in meiner Yoga-Stunde, aber wechselnd, knapp 7 Stunden. Und es gab immer wieder welche, die reingeguckt haben und gehofft haben, sie finden einen Platz. Das dann wird vielleicht im Jahr oder so, schauen wir jetzt mal, vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei, das Frankfurter Zentrum sich weiterentwickeln, letztlich die Keimzelle, die Urstadt von Yoga Vidya. Und das Schöne eben auch ist, gerade hier in Frankfurt, ein tolles Team, ein dynamisches Team, ein fröhliches Team. Ich hoffe, ihr seid immer so fröhlich, wie ich euch erlebe. Immer mehr. Und auch und gerade dann, wenn viel los ist, und ich erlebe ja das Frankfurter Zentrum immer nur dann, wenn viel los ist. Also das ist schön, dass hier diese Keimzelle sich gut entwickelt und eben auch Menschen, die Sadhaka sind, selbst in der Praxis gefestigt sind und es selbst darum geht, zum Höchsten zu kommen. Ich möchte an der Stelle nochmal vielen danken, die sich hier engagiert haben. Und einen besonderen Dank an Eva Maria, die dort vor 20 Jahren mitbegonnen hat. Einen besonderen Dank, dass sie als Überraschungsgast hierher gekommen ist. Danke denjenigen, die seit erster Stunde dabei waren. Nochmal Dank an Radha und Shankara, die seit der Eröffnungsfeier verbunden sind mit Yoga Vidya und viele Jahre bei jeder Zentrums- und Ashramseröffnung mitgeholfen haben und die Eröffnung mit bewirkt haben, auch weiter hier verbunden sind und weiter hier sich engagieren. Danke, auch wenn ich bei der ersten Stunde mal gucke, Raffaela, die auch 1992 dazugekommen ist und seitdem gleich mitgeholfen, gewirkt hat. Christine, eine der ersten Yoga-Lehrerinnen und Reporterin für das Yoga Vidya Journal. Dann, wer ist noch da von denen, die 92, ich kann noch haben alle den Arm heben, die 92, 93 dazu gestoßen sind. Nicht mehr hier. Und stellvertretend jetzt alle anderen Yoga-Lehrer, die hier ehrenamtlich dabei
sind. Wir sind alle, die entweder ehrenamtlich Yoga unterrichten hier oder mal unterrichten haben, können wir den Arm legen. Eine ganze Menge. Euch vielen Dank. Wie viele Yoga-Lehrer gibt es jetzt insgesamt hier im Zentrum? Über 40. Über 40 Yoga-Lehrer haben wir hier. Und das ist eben auch das, was Yoga Vidya ausmacht. Ehrenamtliches Engagement, um Menschen zu helfen und selbst zu wachsen. Und nochmal besonderen Dank hier, Maria als Zentrumsleiterin hier, jetzt seit 2,5 Jahren. Maxim, der draußen gerade am Kochen ist. Sidi, die auch draußen Vortrag gibt, Yoga-Stunde. Und Claudia, Christiane, sie hier, die auch draußen. Chrissy ist da wieder als ehrenamtliche Helferin hier. Und euch allen, dass ihr hier seid. Einen besonderen Dank unseren Meistern, Swami Shivananda, Swami Vishnudevananda, deren Energie überhaupt alles möglich macht. Und ich bin immer der festen Überzeugung, letztlich ist Swami Shivanandas Energie, die da ist. Wenn er doch sein Sankalpa irgendwie wollte, dass all das entsteht. Und wir sind Instrumente und versuchen herauszukriegen, was will er von uns. Manchmal lässt er es uns klarer wissen und manchmal auch nicht. Manchmal lässt er uns um scheinbare Irre gehen und manchmal erkennen wir genau das, war das richtig. So wollen wir jetzt nochmal dreimal oben sagen und dann in die Stille gehen. Wachstum, zum Wohl der Menschen, mit denen wir in Berührung kommen, als Teil der Friedensmission, in der tiefen Sehnsucht, dass eine Welt von Frieden entstehen kann. Sabamangalamangalye Shive Sabata Sarike Shange Triambake Gauri Narayani Namostute Narayani Namostute Om Shanti 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 Thank you.
weiter alles Gute. Dann gibt es jetzt etwas zu essen. Und um 20 Uhr gibt es dann das Mantra-Konzert mit Tanzritual, mit Gauranga und Paramjyoti. Auch das wird live ins Internet übertragen. Auch danke allen, die im Internet zuschauen. Und danke an Matthias, der das Ganze aufnimmt und ermöglicht. Ich habe noch eine kurze Anfrage, was das Essen anbietet. Und zwar wollen wir sehr gerne, dass es für alle reicht und alle können sich an das tolle Essen erinnern. Also im Gegensatz vielleicht zu den früheren Festen der Hanauer Landstadt. Und dass ihr zunächst vielleicht eine mittelgroße Portion euch nehmt, also etwas kleiner. Und dann können wir alle noch einen zweiten Gang essen, wenn es eben für alle reicht. Vielen Dank und dann geht es weiter. 20 Uhr gehen wir in den Konzert.